Ja, so wie im Mittelalter gibt es eben auch heute die falschen Weltuntergangspropheten. Heute erzählt man uns, dass es die sogenannte Klimakatastrophe geben wird. Der Unterschied ist, im Mittelalter ging es falschen Weltuntergangspropheten an den Kragen, wenn sich ihre Prophezeiungen nicht bewahrheitet haben. Heute sind sie entweder Abteilungsleiter in Behörden oder sogar Staatschef, siehe damalige Prinz Charles. In den letzten 50 Jahren haben falsche Weltuntergangspropheten Hochkonjunktur. Es ging los mit dem Club of Rome 1972. Einige von Ihnen kennen den vielleicht. Die hatten 1972 schon prophezeit, dass alle Öl- und Gasvorräte 1992 erschöpft sein werden. Auch hier eine falsche Prophezeiung. Und es geht natürlich auch weiter.